wir machen keinen Wahlkampf mit angezogener Handbremse, sondern wir werden Vollgas geben in diesem Wahlkampf und vor allem, und das möchte ich als Versprechen abgeben, wir werden niemanden im Regen stehen lassen, wenn es Angriffe auf unsere Kandidatinnen und Kandidaten gibt. In diesen Zeiten besteht der Angriff auf die Demokratie auch daraus, die Kandidierenden anzugreifen, sie verächtlich zu machen, sie einzuschüchtern, nicht mit uns.